Ja, hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Isle. Beim letzten Mal wurden wir ja in diese riesige Pflanzenfresserherde reingeboren und sind hier schon so ein bisschen herangewachsen. Und am Ende der Folge war dann schon so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Die Fleischfresser wurden immer unruhiger, darauf wurden auch wir Pflanzenfresser natürlich unruhiger. Und in dieser Folge sind dann auch einige Dinge passiert, die die ganze Gruppe so ein bisschen, ja, durcheinander gewirbelt haben und so weiter. Aber ich würde sagen, seht selbst. Oh Gott, was geht hier ab? Da hinten ist noch irgendwas. Erstmal zu den Großen gehen. Einfach dazwischen stellen. Dann bin ich safe. Ich glaube, der Stego battelt sich gerade mit den Dilos. Oh Gott. Ich dachte gerade, der kleine Dilo will mir reinbeißen. Oh oh. Ich habe echt Angst. Ich glaube, die Rexys und der Xera verschwinden jetzt. Kann das sein? Oder wollen die nur was trinken? Ich hoffe, die verziehen sich jetzt hier. Weil ich weiß nicht, ob man denen vertrauen kann. Das ist halt... Sobald das Essen denen ausgeht und die Hunger haben, werden sie sich an uns Kindern vergnügen und austoben. Okay, aber es sieht so aus, als wenn sie verschwinden. Mama hat ja auch geschrieben, entweder töten die uns oder verschwinden. Und sie haben sich wohl für Verschwinden entschieden, was ganz gut ist. Aber dieser Xera, der gefällt mir auch nicht. Der ist ja auch schon so am Rumlungern die ganze Zeit. Ich glaube, der Find My Peace, der hat auch schon ein Auge drauf. Und der Stego hier auch. Schau ich den bloß weg. Oh mein Gott. Gut, dass der Para auch vorgepasst hat. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, der wollte sich gerade Spanish Plum snacken. Der Xera. Komm, Find My Peace. Gib ihm. Jawohl. Hein auf die Schnauze. Did you hit him? Fragen wir doch mal, ob er ihn getroffen hat. Good job. Oh, da hinten ist der Xera. Hinter dem Stein. Da vorne ist der Rex, oder? Ja, da vorne im Wald ist der Rex. Guck mal, der schickt sein Baby vor. Und dahinter seht ihr das? Ja, da sieht man den Kopf. Ich glaube, der erhofft sich hier leichte Beute. Sieht hier auch überall Fußabdrücke. Holy shit. Ich habe echt Angst vor der Nacht, weil es wird gleich wieder dunkel. Und die ganzen Dilos hier und so. Okay,
Okay, der Baby Rex kommt jetzt her auf jeden Fall. Ich meine, mit dem freute ich mich gerne an, aber ich habe Angst vor der Mama. Oh mein Gott. They will eat us at night. Ich will nicht sterben. Also da vorne sind auf jeden Fall die Rexes oder die Rexies und der Sarah. Oh Gott, ey, die werden uns 100 pro angreifen in der Nacht. Dann noch mit den Dilos. Vor allem die groupen halt alle schon gegen uns. Aber wir sind auch so eine riesige Pflanzenfresserarmee. Also das wird gleich richtig Krieg geben. Das ist ja auch noch ein Raptor. Hauptsache der kleine Baby Rex ist hier mit am Start bei uns. Das ist der kleine Spion. Der spioniert uns aus. Oh Gott, ey. Hier bricht gleich richtig das Chaos aus. Oh, guck mal hier, der Shanti ist schon voll blutig. I'm scared now. I killed that Juvie. Oh mein Gott. You killed the baby? Ich frag mal Spanish. Spanish, what happened to you? Are you okay? Lol. Okay. Kollateralschaden war das wohl nur mit Spanish. Ja, auf jeden Fall ein neues Trizi-Baby am Start. Oh Gott. Wollen die Rexys jetzt angreifen? I hope not. Und dann kam die Nacht. Die Nacht war aber erstaunlich, ja, ruhig kann ich nicht sagen. Also sie war ruhig, was Fleischfresserangriffe anging, aber sie war trotzdem unruhig auf eine andere Art und Weise, weil ein paar Leute aus unserer Gruppe wurden irgendwie reported, wegen Mixpacking oder sowas. Ich weiß es auch nicht genau, ich habe es nicht genau gecheckt. Auf jeden Fall mussten dann einige ausloggen und einige mussten in Discord und was weiß ich. Das heißt, in der Nacht war die Lage eigentlich mega angespannt, weil einfach noch viele große Dinosaurier, die uns eigentlich beschützen, uns kleine, ausloggen mussten und sowas. Aber naja, wir haben die Nacht zumindest überstanden, aber dann kam der nächste Morgen. Oh, hier ist jemand gestorben. Oh mein Gott. Wer ist denn hier gestorben? Mehrere gestorben. Oh mein Gott, die Shantys greifen sich an. Was ist das denn jetzt? Warum greifen die sich an? Was war das denn jetzt? Das habe ich jetzt nicht verstanden. ETF. Hier liegt ein Toter. Da hinten liegt ein Toter. Was ist das denn hier? Das ist ein Dilo. Okay, das ist der Dilo. Das ist fein. Aber warum greifen sie sich an? Okay, das ist wirklich, wirklich verwirrend hier. Die Hälfte lockt aus, die andere Hälfte will sich gegenseitig umbringen. Oh mein Gott, ey. Ich traue denen jetzt hier gar nicht mehr. Ich glaube, die wollen angreifen oder so. Das Gefühl, das eskaliert hier gleich komplett. Haben wir jetzt hier familieninternen Stress oder was? Die anderen verziehen sich auch schon immer mehr, weil unsere Shanti-Familie irgendwie bekloppteste ist, habe ich das Gefühl.
Weiß nicht, was hier abgeht. Oh Gott, wo kommen die denn her? Zwei Zeras. Sind wir eingekreist, auf der einen Seite Zeras, auf der anderen Rexis. Ja, super. Okay, der Tri kommt. Oh Gott, ich bin stuck. RIP. Okay. I'm fine. Na, der Rex scheint auf jeden Fall Hunger zu haben. Der verscheucht jetzt erstmal die Zeras. Aber uns scheinen die noch nichts Böses zu wollen. Ups, der kleine Mini-Stego rennt dahin. Wie geil. Oh, ein Dilo attackiert. Hat das gesehen? Der hat die einfach reingesnackt. Der wollte auf jeden Fall gerade irgendwas töten. Oh, hier ist auch jemand gestorben. Was zur Hölle ist das, was hier tot liegt? Ich kann es nicht erkennen, was hier gestorben ist. Ich glaube, es ist ein Shanti, oder? Ich weiß es nicht. Dilo hat auf jeden Fall was erwischt. Oder wen erwischt. Ja, meine Freunde, die Dilo-Angriffe haben sich leider gehäuft. Die Gruppe wurde immer unruhiger und immer kleiner, weil immer mehr Leute die Gruppe verlassen haben, weil sie nicht mehr für, ja, sicher empfunden haben. Und deswegen musste auch ich unbedingt eine Entscheidung treffen. Ich habe mich dann letztendlich dazu entschieden, fürs Überleben die Gruppe auch zu verlassen. Ich war immerhin schon kurz davor, Adel zu werden. Das heißt, ich kann mich dann auch hoffentlich alleine durch die Wildnis schlagen. Vielleicht finde ich auch neue Freunde. Und genau das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.